Wir alle haben diese Momente, wenn du dich mit dieser süßen und smarten Frau unterhältst, aber kaum ein Wort rausbringst. Geschweige denn, dass du mit ihr flirten kannst. Oder vielleicht, wenn du schon auf einem Date mit einer Frau warst, aber sie einfach kein Interesse hatte, dich danach wiederzusehen. Wir zweifeln an uns, wir fragen uns, ob es an uns liegt, wieso es einfach nicht klappt. Und natürlich erkennt eine Frau, wenn du an ihr zweifelst, dich nicht sicher fühlst und kein Selbstvertrauen hast. In diesem Video bekommst du einen sehr leicht umzusetzenden Tipp und das Verständnis, wie du ganz nachhaltig diese Zweifel ein für alle Mal ablegen kannst. Mein Name ist Andy Friday und ich helfe seit 10 Jahren Männern professionell dabei, ganz natürlich und charmant auf die Frauen zu wirken, die sie mögen. Und wie all diese Männer in wenigen Wochen so die Richtige gefunden haben. Um diese Zweifel im Kopf zu besiegen, müssen wir erkennen, dass erstmal jeder von uns einfach nicht Herr seiner eigenen Gedanken ist. Unsere Gedanken sind die meiste Zeit über wie ein ungebetener Gast, der einfach nicht aufhören will zu quasseln und dich runterzuziehen. Stell dir vor, da kommt jemand in dein Haus und weigert sich einfach zu gehen und sagt dir die ganze Zeit, dass du nicht gut genug bist, dass andere dich nicht mögen, dass du alles, was du tust, für nichts tust und du es nie schaffen wirst. Und du kannst ihn einfach nicht loswerden. Das sind unsere Gedanken. Es gibt eine Möglichkeit, unsere Gedanken wieder zu beruhigen. Das erfordert allerdings einen Leitfaden, dem du folgen kannst, Konzentration und auch ein wenig Arbeit. Das ist die langfristige Strategie. Und die kurzfristige Strategie ist folgendes. Zuck mit deinen Achseln. Wenn du dir vorstellst, dass eine Ampel kurz bevor du sie mit deinem Auto erreichst, rot wird, würde dich das irgendwie besonders ärgern? Oder passieren diese Dinge nicht einfach ab und zu ganz normal? Mach mir mal nach. Zuck genau jetzt, egal wo du gerade bist, ob du mit deinem Handy irgendwo sitzt oder zu Hause am Computer hockst, völlig egal, zuck einfach mal mit deinen Achseln. Mach mit. Was passiert neurophysiologisch, wenn wir mit den Achseln zucken? In unserem Kopf kommen die Worte, die mit diesem Gefühl verknüpft sind, ins Unterbewusstsein hoch. Und das Wort ist egal. Wenn du das nächste Mal also an dir oder deinen Fähigkeiten selber zweifelst, versuch es einfach mal mit den Achseln zu zucken. Egal. Der Effekt, den unsere Achseln dann auf unser Unterbewusstsein haben, ist, dass diese Egalhaltung automatisch in uns aktiviert wird. Genauso wie wenn wir diese Egalhaltung haben, das Achselzucken aktiviert wird. Die Kommunikation läuft quasi in beide Richtungen ab und du kannst sie aktivieren, indem du das machst. Und um wirklich tief in dein Unterbewusstsein einzutauchen und die Blockaden und Muster aus dem Weg zu räumen, die dich immer und immer wieder davon abhalten, mit dieser schönen Frau, die du kennst, nicht nur zu plaudern, sondern zu flirten, sodass mehr aus euch werden kann. Oder euer Verhältnis auf das nächste Level anzuheben. Dann bewirb dich auf unsere kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse, wo wir deinen Flirttyp und dein Charisma ganz genau unter die Lupe nehmen und dir einen Leitfaden an die Hand geben können, wie du authentisch auf die Frau charmant und attraktiv wirkst, die du magst. Wie wir das genau machen und welcher Leitfaden dich dort erwartet, das bekommst du, wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst oder genau hierhin.